Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Ich bin stinksauer. Ganz im Ernst, was ist da eigentlich los? Egal was wir machen, immer passiert irgendeine neue Scheiße. Mann, das kann man echt nicht sagen. Tarius ist gestorben letzte Folge. Mann, umgebracht von Frau Serena. Ja, blind vor Liebe, ne? Weißt du Bescheid? Nochmal. Wir waren auf dem Düsterbrocken. Warnfried war nämlich doch da, hat Frau Serena dann gekillt, weil sie ihn ja verraten wollte. Und nun ja, es ist Tag 2 von 4 in Königsberg angebrochen. Wir haben Tarius in die Kirche gebracht und ich würde sagen, wir schauen uns das trotzdem mal an. So traurig das Ganze ist. Ja. Na gut, haben sie nicht mal einen Kommentar dazu. Ist vielleicht auch besser so. Es ist so schrecklich, was mit eurem Freund passiert ist, aber der gütige Vater kümmert sich sicher gut um ihn. Ja, hoffen wir das. Oh, schaut mal hier. Schön mit Licht auf dem Boden. Mann, das drückt richtig die Stimmung runter. Aber wir müssen zum Pfarrer gehen, ob der ein paar Worte darüber verlieren will. Was kann ich für euch tun, mein Sohn? Ja, mach mal unsere Waffeln wieder ready hier. Das waren, glaube ich, eh nur 2, ne? So. Schade, dass wir mit ihm nicht darüber quatschen können. Erzähl mir von den Göttern, das brauchen wir ja nicht. Oh, hatten wir doch noch welche dabei? Das soll das aber gewesen sein, jawohl. Hm, okay. So ein Mist, Freunde. Oh, Mann. Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal wieder zum Herrn von Jünst und schauen so, was bei dem so abgeht. Weil der wollte ja trotzdem noch mit uns quatschen. Das konnten wir ja auch nicht wirklich machen jetzt. Oh, stimmt. Genau das ist das, was ich so liebe an Königsberg. Jeden Tag gibt's was Neues. Schaut mal den Kerl da unten. Den da. Den hat man vorher noch nicht da. Wer bist du denn? Bleib hier. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Mein Name ist Feldherr. Ich bin ein mächtiger Krieger. Feldherr? Das ist doch kein Name, sondern ein Beruf. Ich habe mir den Namen selbst gegeben. Wirklich? Als mächtiger Krieger wird man halt nicht ernst genommen, wenn man Joachim Hoffmann heißt. Aber Feldherr? Das sind doch die Kerle, die Armeen befehligen und so. Als Name hört sich das einfach nur dämlich an. Wenn ihr weiter so redet, werde ich euch mal mein Schwert Admiral vorstellen. Lasst den Admiral mal stecken, Herr Feldherr. Sorry, ich bin ja schon ruhig. Was machen wisst ihr über Königsberg? Ich bin selbst gerade erst angekommen. Ich will mir hier in dieser großen Stadt einen Namen als Schwertkämpfer machen. Irgendwelche Gerüchte, die ihr gehört habt im Umlauf. Ein paar reisende Händler haben mir erzählt, dass es in Düsterburg hochhergehen soll. Ein Kerl namens Grufti und seine Freunde sollen dem Herzog dort ordentlich eingeheizt haben. Grufti! Ja, so ist die Tragweite von Flüsterpost und so, ne? Stille Post. Grufti! Ziemlich blöder Name, was? Scheint aber ein fähiger Bursche zu sein. Den würde ich gerne kennenlernen und mich seiner Gruppe anschließen. Da ist immer was los, sicherlich. Das glaubt er uns eh nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem. Ihr habt ihn gefunden. Allerdings heiße ich nicht Grufti, sondern Grandy. Ach, erzählt mir nichts. Der Bursche soll ein mächtiger Krieger sein, nicht so ein Hänfling. Ist ja wohl die Höhe. Und wer ist das da? Achso, das war die Waldelfe. Hallo Grandy, schön dich zu sehen. Was bist du denn für einer? Ja, mach's gut. Auf zum Herrn von Jünst. Der wird wahrscheinlich wohl wieder in seinem Arbeitszimmer sein. Vermute ich jetzt mal. Denn er will sicherlich auch wissen, was passiert ist. Steht er immer noch rum. Was ist geschehen? Ich sehe den jungen Tarius nicht an eurer Seite. Er ist tot. Warnfried und seine Schergen haben ihn auf dem Gewissen. Wir werden nicht ruhen, bis wir den Blutsauger zur Strecke gebracht haben. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, Herrn von Jünst. Dankwart hat uns mit einer dringenden Frage zu euch geschickt. Sprecht, mein junger Freund. Das wird eine etwas längere Geschichte, fürchte ich.
nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt. Im Gegensatz zu euch habe ich alle Zeit der Welt. Die Geschichte beginnt in den Ostmarken, einer abgelegenen Provinz östlich von Düsterburg. Wanfried hat unsere Tochter. Und wir haben nicht den leisesten Schimmer, was er mit ihr vorhat. Wir vermuten, dass er irgendeinen Teufelei plant und Dankwart empfahl uns, euch aufzusehen, da ihr eine Autorität auf diesem Gebiet seid. Finstere Dinge sind es, von denen ihr da berichtet, Grandy. Wanfried plant, mit dem dunklen Gott in Kontakt zu treten und eure Tochter scheint der Schlüssel zu sein. Unter den Jüngern des dunklen Gottes macht seit längerem ein Gerücht die Runde, dass es möglich sein soll, ihn in dieser Welt eine Gestalt zu geben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Wartet einen kurzen Moment. Lest es. Für euch sollte es vor allem die Passage mit der Hexenverbrennung von Interesse sein. Buch erhalten. Okay, schauen wir mal rein in das Buch. Oh, Freunde. Dieses Game. Diese ganzen... Letztens sage ich's noch und hier haben wir den Hexenhammer. Der Hexenhammer von Wilhelm von Jünst. Doch ich sah es und ich sage euch, ein besonderes Augenmerk sollten jene Worte finden, welche die sterbende Alasifa Kasrat in letzter Agonie hervorzustoßen vermochte. Keifer bedeckte ihre Mundwinkel, als sie seiner Gnade entgegenschleuderte. Verfinstern wird sich das Firmament auf immerdar, wenn aus dem würgenden Eifern der zyklopischen Abgründe vergessener Zeiten jenes Wesen geboren wird, welches dem Herrn die Gestalt geben soll. Brennt mich, denn ich war nicht fähig, dem Ungeahnten das Gefäß zu sein, welches er zu füllen begehrt. Es muss sein, ein Kind von reinem Herzen, geboren unter einem bösen Stern. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Und er wird sich erheben, denn die Zeit gebietet über den Tod. Doch es kommt eine Zeit, in welcher der Tod zu sein aufhört, der Tod zu sein aufhört, und dann werden seine Diener jauchzen, wie auch ich jauchze. Die Sterne werden richtig stehen, die Sterne! Das schreckliche Weib geiferte weiter, doch wie den Berichten zu entnehmen ist, waren ihre letzten Worte nur ungenannte Fetzen fremder Zungen, die jeglicher Beschreibung spotten. Eine geheime Sprache, die so schrecklich anzuhören war, dass seine Gnade dem Spuke mit dem Brandscheid ein Ende setzte. Eine finstere Geschichte habt ihr da zu Papier gebracht, Herr von Jünst. Leider verstehe ich den Zusammenhang nicht. Ist euch nicht aufgefallen, dass die Hexe, die dem dunklen Gott ihren Körper zur Verfügung stellen wollte, dafür offensichtlich nicht geeignet war? Ihr Gefasel klang recht wirr. Sie konnte die Seele des dunklen Gottes nicht in sich aufnehmen, weil der Körper dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Und die wären? Ihr habt selbst nicht jeden einzelnen Satz der Prophezeiung begriffen. Aber seht doch, geboren unter einem bösen Stern. Die Sonnenfinsternis.
Ihr habt es ja doch begriffen. Außerdem muss der Geber der Gestalt von reinem Herzen sein. So etwas findet man ausgesprochen selten. Die meisten Kreaturen besitzen eine Tendenz zum Guten oder Bösen. Aber ein reines Herz ist selten. Außer bei schwachsinnigen und sehr kleinen Kindern. Und dann die nächste Passage. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Eure Tochter dürfte eigentlich gar nicht existieren. Aber hallo, Herr von Junst. Jetzt geht ihr aber ein wenig zu weit. Das war nicht gegen eure Tochter gerichtet, Grandy. Doch ihre Existenz ist ein Paradoxon. Sie kann gar nicht geboren worden sein, denn es war niemand da, um sie zu gebären. Das stimmt. Dank Wahnfried existieren wir beide ja erst seit kurzem. Aber eure Tochter lebte trotzdem. Ein Fehler im Zeitenlauf. Das ist es, worauf in der Prophezeiung angespielt wird. Verstehe ich das recht? Ihr meint, Wahnfried braucht unsere Tochter, damit der dunkle Gott in ihren Körper einfahren kann? Genau so ist es. Du meine Güte! Wir müssen Wahnfried finden und ihm das Kind abnehmen. Ich werde währenddessen Nachforschungen anstellen, was mit dem Satz gemeint sein könnte, die Sterne werden richtig stehen. Ihr könnt euer Zimmer oben behalten, falls ihr ausruhen wollt. Ihr habt letzte Nacht kein Auge zugetan. Ich brauche mehr Zeit, um die Prophezeiung zu entschlüsseln. Oh, ja, Freunde, das ist mal wieder starker Tobak, den wir da um die Ohren geworfen bekommen. Unsere Tochter, Grandys Tochter, ist also ein Paradoxon. Stimmt eigentlich. Denn, naja, wir haben sie nicht geboren. Und da Wahnfried mit seiner Zeitreiserei die Zeit so manipuliert hat, ist es leider so. Ich würde ja liebend gerne eine Mütze voll Schlaf nehmen, aber uns läuft die Zeit davon. Das ist wahr. Ist noch irgendjemand im Haus? Nein, die Gäste haben wohl das Anwesen verlassen. Die hier hoffentlich sowieso. Liegt hier vielleicht noch irgendwas im Zimmer rum? Wer weiß, vielleicht hat sie irgendwas versteckt. Nein? Na gut. Dann ist Frau Serena endgültig Geschichte. Naja, dann lässt sich schon so den Kopf verdrehen, ne? Na gut. Okay, Freunde. Wir haben eine weitere Aufgabe. Wir müssen schauen, was es damit auf sich hat. Aber, nun ja, was soll ich sagen? Es ist Tag 2 angebrochen. Was so viel heißt wie, es gibt wieder viel zu sehen in Königsberg. Der nächste Teil der Stadtrundfahrt beginnt. Sogleich. So. Ja, die Diener sind ausgeflogen. Wahrscheinlich zum Einkauf. Es ist ja auch Tag. Werden mit irgendwelcher Arbeit beschäftigt sein. Der Jonas und Justus werden wahrscheinlich irgendwelche Katzen oder was auch immer in die Luft jagen. Och, böse Sache. Sowas macht man nicht. Auch wenn hier noch so viele Katzen rumrennen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wer alles so neu hier in der Stadt ist, oder? Einen haben wir schon kennengelernt. Den Feldherr und sein Admiral, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun ja, der muss es ja nötig haben. Entschuldigung. Ich kann sowas nicht ernst nehmen. Okay, so. Der macht immer noch Wache. Hast du was gehört in letzter Zeit, Kollege? Euch kenne ich doch. Was kontrolliert ihr? Habt ihr Petersilie in den Ohren? Oder einfach nur ein schwaches Gedächtnis? Ist ja gut. Kommen wir doch mal rein. Tatsächlich. Okay, untersuchen wir das Haus nochmal. Vielleicht haben wir im Eifer des Gefechts einfach nicht alles genau untersuchen können. Wir konnten ja nicht mehr hier rumschauen. In ihrem Zimmer. So. Schaut mal. Hier ist ein Buch, in dem Serena offenbar ihre Ausgaben festgehalten hat. Wahrscheinlich, um das Geld später von Wahnfried wieder einzufordern. Seht auch drin. Steht auch drin, an wen und für was? Nein. Diese Einträge wurden unleserlich gemacht. Was sind das denn für Unsummen? 200.000 Taler. Wofür? Und insgesamt gleich zweimal. Ein Haus vielleicht? Das müssten wir dann herausfinden können. Ja.
derartige Sachen sind, werden irgendwie festgehalten. Ich glaube, sowas stand. Entschuldigung, ich war zu schnell da drauf. Ich bin dafür, dass wir mal im Rathaus vorbeischauen. Genau, was ich mir dachte, Freunde. Das erinnert mich an Tarius. Ja, mich auch. Nichts Besonderes. Die Dame kleistert sich ja ganz schön mit Farbe zu. Moment mal. Ha, zwei Magietränke. Ja, Freunde, wir looten, was das Zeug hält. Denn hier ist sowieso nichts mehr. Ein Stoffbär. Na, das passt ja. Es ist mir früher schon aufgefallen, dass Menschen, die sich dem dunklen Gott verschrieben haben, offenbar derartige Dinge als Ausgleich benötigen. Kann ich mir gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Nun ja, wenn man tagtäglich einen von Tod und Verderben sieht und sich einfach nur dem Wahnsinn hingibt, irgendwas braucht man da ja, um nicht völlig durchzudrehen wie der Kollege, den wir auf dem Marktplatz getroffen haben. Auch nichts? Sehr schön. Wusste es doch. Da liegt ein kleiner Zettel. Die Dinge laufen schlecht. Ich benötige sofort eine Schiffspassage nach Sarabea. Weh. Der Zettel ist so klein. Wahrscheinlich wurde die Notiz mit einer Brieftaube verschickt. Ich tippe eher auf Fledermaus. Ja, ich auch, Freunde. Kleider, sonst nichts. Okay, das heißt, hier im Zimmer haben wir erstmal nichts mehr zu finden. Aber schön. Oh, noch ein Bild. Ach, schade, können wir nicht angucken. Ich mag die Bilder, die hier rumhängen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, der künstlerische Ausdruck dieser Werke, aber nun ja. Ich find's ganz toll. Muss ja nicht immer eine Kopie der Mona Lisa sein oder von, wie heißt er nochmal? Der mit den schmilzenden Uhren. Gott, ich habe erst letztens von dem Kerl gehört. Das ist mir jetzt echt peinlich. Ach, ist ja auch egal. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare runter. So. Kann ich euch helfen? Wir sind auf der Suche nach irgendwelchen Häusern, die in der letzten Zeit verschachert wurden. Wie meinen? Ich meine, wenn einer ein Haus kauft, dann muss das doch irgendwo aufgeschrieben werden. Das möchten wir wissen. Ihr scheint wirr. Mein Gefährte meint damit, dass wir gerne die Unterlagen des Grundbuchamtes einsehen würden. Ach so, jetzt verstehe ich. Da müsst ihr euch an meinen Kollegen im Offizium 2 wenden. Offizium 2? Was soll denn das sein? Folgt einfach dem Korridor. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Na gut. Ich hasse diese Ämter. Da hat wohl Grandy, also nicht dieser Grandy, sondern der Programmierer Grandy, schön sein Ja. Er mag keine Ämter und ich auch nicht. So. Meine Güte, ich hab's heute echt mit Formulierungen, Freunde. Guten Tag, schöne Dame. Was kann ich für euch tun? Wir würden gerne die Unterlagen des Grundbuchamtes einsehen. Tut mir leid, aber die sind nicht allgemein zugänglich, es sei denn, es liegen irgendwelche schwerwiegenden Gründe vor. Na, die haben wir aber. Ein Vampir treibt sich hier in der Stadt herum und bringt wahllos Leute um. Ist das ein schwerwiegender Grund genug für euch? Einen kurzen Moment, bitte. Es tut mir wirklich leid, mein Herr, aber dieser Fall wird in unseren Vorschriften nicht erwähnt. Ich kann euch leider nicht helfen. Ah! Beamte! Ganz ruhig. Die können nichts dafür. Die tun nur das, was ihre Vorschriften so tun. Aber man kann auch aus der Reihe tanzen. Ich habe nichts gegen euch. Auch wenn meine Zuhörer hier auch Beamte sind. Fühlt euch nicht angegriffen. Das sind nur diese einzelnen Fälle. Die sind nur so nervig. Und wenn draußen die Stadt in Flammen stünde, steht so etwas in euren Vorschriften? Aber selbstverständlich, mein Herr. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja, offensichtlich nicht. Ich geb's auf. Gibt es denn keine Möglichkeit für uns, dieses Dokument einsehen zu können? Eine Erlaubnis vom Bürgermeister zum Beispiel? Nicht schon wieder. Dann würden wir jetzt gerne beim Bürgermeister vorsprechen. Das geht leider nicht. Er ist gestern nach Düsterburg abgereist.
um mit dem neuen Herzog über die zukünftigen Handelsbeziehungen zu beraten. Dort ist es in der letzten Zeit mächtig hochhergegangen, müsst ihr wissen. Wir sind im Bilde. Reg dich mal wieder ab, Schatz. Und, wie wäre es mit einer Erlaubnis des Barons? Das würde natürlich auch gehen, oder von seinem Berater, dem Herrn Schlangenzahn. Der Herr Schlangenzahn hat sich erledigt. Trotzdem danke. Wir bringen euch die Erlaubnis. Ohne Erlaubnis des Barons darf ich euch nicht durchlassen. Schon gut. Ah, Bürokratie. Ich hasse Bürokratie. Okay, wir müssen zum Baron. Ich will erstmal hier nochmal reingehen. Abgeschlossen. Oh, ja, das war der Couch, bei dem ich es verkackt habe. Na, und wie geht's dir? Was macht das Training? Danke für eure Hilfe. Wir sehen uns dann im fliegenden Fisch. Ja, der rennt immer noch ums Haus rum. Das hat er bestimmt heute Nacht auch gemacht. Obwohl, nein, da war er am fliegenden Fisch und hat Leuten auf die Nase gegeben. Schönheits-OP für Umme, ne? Oder wie man's nimmt. Okay, ab zum Baron. Der kann uns da hoffentlich weiterhelfen. Ach, das Schloss ist einfach richtig schön vom Baron. Gott sei Dank wissen wir den Keller auf unserer Seite. So, wo ist er? Da ist er. Ah, wie kann ich euch helfen? Euer Herr Baron, wir benötigen Zugang zu den städtischen Archiven, aber dafür brauchen wir eure Erlaubnis. Ich verstehe. Gebt mir eine halbe Stunde und ich werde ein Empfehlungsschreiben für euch aufsetzen lassen. Gut, wir kommen später. Es bringt ja nichts, wenn wir so lange warten. Wir könnten nämlich die ganze Zeit damit verschwenden, die Stadt zu erkunden. Hehe. Lang lebe der Baron. Hoch Schöppelbrunn. Und lang lebe der Baron. Ja, ist gut. So. Können wir nochmal lang? Ich glaube nicht. Kein Durchgang. Ja, das machen wir nicht nochmal. Okay. Dürfen wir nicht vergessen? Oh, wir haben doch Money. Libra muss Zauber lernen. Haha. Heilungszauber wären gar nicht schlecht. War das die hier? Ich glaube ja. Die weiße Hand. Seid gegrüßt, meine Lieben. Wir wollen lernen. No, ab geht's. So, Stoßgebet. Ah, nee, das war das. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Stoßgebet. So. Ja, wir wissen's. Okay. Und eine weitere Stufe des Heilungszaubers jetzt hier. Ah, meine Güte. Ich hab's völlig vergessen. Die Tür da, das ist so uneinsichtig ein bisschen. So, Öko-Tussi. Entschuldigung. Schön, euch zu sehen. Kann ich euch helfen? Wir wollen alles über die Blumen lernen. Allheilung. Buschki. Oh, das ist teuer. So, jetzt haben wir eh nicht mehr viel Geld übrig, glaube ich. Nein, haben wir nicht. Guck mal, wie böse alle sind. Aber ich kann es auch verstehen. Ich bin auch tierisch angepisst, Freunde. Aber so richtig. Okay. Ja, die Finsterniszauber, die lernen wir nicht. Also sehe ich keinen Grund für, oder? Nö, ich sehe keinen Grund, die Finsterniszauber zu lernen. Wir haben es nur mit Finsternis zu tun. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schwach dagegen sind. Na gut, wir haben noch keine Finsterniszauber eingesetzt. Es sei denn, die Zauber, die Merfe einsetzt, sind Finsterniszauber, aber das weiß ich nicht. Schade, ich dachte, hier wäre noch irgendwas verbuddelt. Ich buddel so gerne im Dreck mit meiner Spitzhacke. Ich weiß nicht, nach das. Okay. Ich frage mich, wann die halbe Stunde rumgeht. Vielleicht ist die jetzt sogar schon um. Na, wir gehen gleich nochmal rein. Sobald wir hier an den Klippen rumgehangen haben. Nee, jetzt nichts. Aber ein schöner Ausblick, Freunde. Schöne Aussicht auf das Tal, die Berge und das Tal. Gott, ich labe schon wieder nur Müll durch die Gegend heute. Schnauze. Okay, hoch geht's. Nochmal zum Baron. Herr Baron. Ah, da seid ihr ja. Ich habe euer Schreiben bereits aufgesetzt. Empfehlungsschreiben erhalten. Super. So. Dann haben wir endlich alles, was wir benötigen, um da reinzukommen. Aber Freunde, auf den Weg ins Rathaus begeben wir uns in der nächsten Folge von Unterwegs in Easterburg. Bis dahin. Rock your life, everybody. Cheerio.